So, herzlich willkommen, ja, sehr verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zum Webinar, zum ersten Webinar dieser Reihe, der SG Active Trading Webinar-Reihe. Ich hoffe, Sie können mich alle gut hören und gut verstehen. Wenn nicht, bitte kurz ein Zeichen geben, kurz in die Fragenbox einen Hinweis geben. Ja, willkommen von meiner Seite. Name ist Stefano Angioni von der Société Générale. Und ja, ich begrüße auch schon heute beim ersten Webinar den Bastian Galuschka. Grüß dich, Bastian. Hallo, Grüße in die Runde. Sehr schön, wir können dich auch sensationell gut hören. Wir bekommen auch schon den ersten Hinweis, dass wir scheinbar ganz gut zu hören sind. Das freut uns natürlich. Ja, es ist eine neue Webinarreihe, die wir jetzt nun endlich starten können. Mit Guidance als Hauptreferenten haben wir den Bastian gewonnen. Freut uns sehr. Wir werden innerhalb dieser Webinarreihe, da werden Sie genügend Zeit haben, hoffentlich, wenn es Ihnen gefällt, Zeit haben zu verstehen, was wir alles Ihnen bieten. Nur kurz einen groben Umschlag. Wir haben viele Referenten, wirklich ein Potpourri an sehr starken, sehr guten, bekannten Referenten hier gewinnen können, was wirklich toll ist. Wir werden mit Ihnen hoffentlich zusammen mit Guidance eine wöchentliche Webinarreihe machen. Jeden Mittwoch 19 Uhr bis grob 20 Uhr wird es vonstatten gehen mit Bastian Galuschka als einer der Hauptreferenten. Ansonsten haben wir noch mit an Bord, sage ich mal, Wikifolio-Trader, eine ganz spannende Sache hier zum ersten Mal. Denke ich, hier breit vertreten im Webinar. Viele unterschiedliche Wikifolio-Trader, die in den Webinaren ihre Strategie vorstellen können. Und zum anderen noch als Hauptreferenten ja die Trading-Gruppe unter dem Ingmar Königshofen, dem René Wolfram und dem Stefan Feuerstein. Aber ich denke, das wird sich alles noch zeigen. Und wenn Sie dann auf dem SG Webinar Desktop sind, wo wir gleich nochmal reingehen werden und die Analysen mit Ihnen machen, dann wird sich das dann alles noch ein bisschen transparenter gestalten und in den nächsten Wochen ohnehin auch näher Einblick bekommen, worum es in dieser Webinarreihe geht. Das soll es jetzt erstmal auch mal gewesen sein, denn wir haben mit dem Bastian heute wirklich einige Märkte, die wir uns anschauen wollen. Und es geht ja hier wirklich um die Märkte zu analysieren und vor allen Dingen auch eben den ja, Wege aufzuzeigen, wie wir es umsetzen. Nicht nur die Märkte analysieren, sondern auch tatsächlich handeln. Und da die Zeit knapp ist für alle und wir pünktlich zur Tagesschau hoffentlich das Webinar beenden, wollen wir dann auch gleich mit den Märkten starten. Vorneweg der übliche Hinweis heutzutage. Ich glaube, Bastian, du hast es ein bisschen einfacher. Wir als Emittenten, als Bank müssen dann immer diese komplexen rechtlichen Hinweise immer bringen. Das ist nun mal leider so, das muss uns begleiten. Ich werde es aber kurz machen. Es ist ein Webinar, das richtet sich an erfahrene Selbstentscheider mit Erfahrungen in Hebelprodukten. Es ist keine Anlageberatung, die wir machen, sondern wenn wir irgendwie etwas zu Produkten zeigen, dann nur zu Demonstrationszwecken. Und wenn wir irgendwie ein Hebelprodukt hier erwähnen, bedenken Sie bitte das Totalausfallrisiko und das Ausfallrisiko des Emittenten. So, jetzt kommen wir hoffentlich zu ein bisschen spannenderen Themen. Bastian, vielleicht von deiner Seite aus. Du bist ja der Experte in Guidance. Ich denke, für viele, die vielleicht auch von das erste Mal mit Guidance zu tun haben, wir haben ja jetzt hier im Webinar nicht nur Guidance-Experten. Gleich 2, 3 Minuten magst du kurz was zu Guidance erzählen und dann, bevor wir in medias res gehen, in die Märkte. Gerne, da würde ich mir, oder wenn du mir den Desktop einfach mal kurz gibst, Stefano, dann kann ich mal einige Seiten zeigen. Also es freut mich natürlich, dass diese Webinarreihe über Guidance läuft. Auch, wie Sie ja sicherlich jetzt sehen, auf einem Desktop auf Guidance, wie wir diese Oberfläche nennen, live läuft. Das ist eigentlich absolute Premiere. Ich muss jetzt mal schauen, dass der richtige Bildschirm übertragen wird. Das müsste jetzt passen. Jetzt geht's, jetzt. Genau. Also die Startseite von Guidance ist www.guidance.com und Sie sehen hier schon mehrere Stichpunkte, was Sie mit Guidance unternehmen können. Wir haben es mal so zusammengefasst: Sie können den Markt beobachten,
wie Sie das auch vielleicht von den anderen Webseiten kennen. Sie haben natürlich eine Kursversorgung, können Watchlisten erstellen, können sich Musterdepots anlegen und so Ihre Positionen immer im Blick behalten. Sie können zum anderen natürlich analysieren, was wir ja heute auch machen werden. Der Fokus liegt bei Guidance sicherlich auf der Chartanalyse. Wir haben ja eines der besten Chart-Tools, wenn nicht das beste Chart-Tool auch selbst entwickelt, was andere Adressen auch schon einlizenziert haben. Also wer Chart-Analyse betreiben möchte, kommt eigentlich an Guidance nicht vorbei. Aber auch die Fundis, und auch das werden wir in der Webinarreihe machen, dass wir, daher komme ich ja auch, ich komme ja auch aus dieser Richtung, ich verbinde beides, Fundamentalanalyse und technische Analyse, und werde Ihnen natürlich im Laufe der Reihe auch zeigen, was Sie hier auf Guidance machen können. Diskutieren, auch das wollen wir heute machen, können Sie nicht nur in dieser Webinarform, sondern auch im Stream. Den sehen Sie beispielsweise auf dem Desktop der Société hier links. Also das nennen wir Stream. Und über die Kommentarfunktion können Sie hier beispielsweise auch meine Analysen kommentieren, Fragen stellen. Wir haben jetzt gesagt, während des Webinars wäre es gut, wenn Sie die Webinar-Software nutzen. Das heißt, Sie sehen ja hier in diesem Fenster rechts diese Buttons. Und wenn Sie auf das Fragezeichen klicken, was mit dem Kreis, was umkreist ist sozusagen, können Sie live jetzt auch in der Sendung Fragen stellen. Das haben bestimmt schon die ein oder anderen Marktteilnehmer oder jetzt Zuschauer schon bemerkt, diesen Button. Auch können Sie da im Übrigen auch das Webinar auf Vollbild schalten. Und abschließend natürlich noch, was kann man auch auf Guidance machen? Handeln. Wir stehen uns als Multi-Brokerage-Plattform. Das heißt, Sie können direkt aus der Plattform heraus mit Ihrem Broker handeln. Ich kann das mal kurz zeigen. Hier rechts oben finden Sie das Broker-Login und dann auch eine Übersicht der Broker, die bislang schon angeschlossen sind. Weitere werden hinzukommen. Also wenn Sie die eine oder andere Trading-Idee heute gut finden, können Sie das direkt auch als Guidance umsetzen. Also das erste Webinar, was direkt live auf einem Desktop auf Guidance läuft. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf diese Reihe und auf spannende Diskussionen. Würde ich sagen, lieber Bastian, fangen wir mal mit den Märkten an, wenn du soweit bist. Genau, gerne. Also vielleicht noch, was ich vergessen habe, wenn Fragen auftreten, das kann ich Ihnen hier schon mal zeigen, haben Sie einen Hilfe-Desktop allgemein zu Guidance, und außerdem finden Sie auch Einführungsvideos. Ich kann diese Links gerne mal posten im Stream für den einen oder anderen, vielleicht dann nochmal zum Nachschauen. Also das sehen Sie auch schon, wie das dann aussieht, wenn Posts eröffnet werden, auch auf dem YouTube-Channel. Wir haben gesagt, wir starten erstmal mit einem fundamentalen Überblick, und da hat mein Kollege Oliver Baron, der ja wirklich der Fundi schlechthin bei uns in der Redaktion ist, sehr gute Artikel dazu geschrieben. Also Sie merken schon, wir verstehen uns natürlich hier auf dem Gopmo Trader auf Guidance als auch Team, als ein Team. Das heißt, ich möchte jetzt hier nicht der alleinige sein, der da alle Analysen nur von sich aus erklärt und anfertigt, sondern wir haben natürlich ein Team, der eine sieht mal mehr als der andere, und deswegen gerade im Fundi-Bereich, was das Makroökonomische anbelangt, ist der Oliver sehr gut und wird sicherlich auch mal im Zuge des Webinars, im Zuge der Webinarreihe auftauchen und seine Kommentare abgeben. Ja, was ist ein großes Thema derzeit? Die US-Märkte, ganz klar, und dieser unglaubliche Run. Wie ist das einzuordnen von der Bewertung her? Das ist eines der Hauptthemen, und das diskutieren wir auch eifrig in der Redaktion. Eine Kennzahl, die man da immer wieder anführt, und die haben Sie bestimmt auch schon gelesen, ist das Schiller-KGV. Und da stürzen sich auch die sogenannten Crash-Propheten immer gerne drauf, dass dieses Schiller-KGV inzwischen recht hoch wieder ist. Das ist auch durchaus richtig. Also absolut befinden wir uns hier im Bereich von 30. Was heißt, oder was umfasst das Schiller-KGV? Also hier werden einfach die Gewinne der letzten 10 Jahre der einzelnen Unternehmen, und in diesem Fall dann für den Gesamtmarkt, für den Dow Jones, der Durchschnitt berechnet über die letzten 10 Jahre und das dann natürlich ins Verhältnis gesetzt zum aktuellen Kursstand. Und man sieht, ähnliche Niveaus haben wir eigentlich nur erreicht vor großen Crashbewegungen, also 1929 und im Jahr 2000. Also wir bewegen uns jetzt auf einem Level von 30, im Hoch waren wir bei 45
im Jahr 2000. Das ist aber nur, wenn man so will, die halbe Wahrheit. Also das ist immer das, was man oftmals von Seiten der Crash-Propheten liest. Es gibt aber auch noch eine zweite Wahrheit und das ist der Bezug der Bewertungen aktuell von Aktien, von US-Aktien im Vergleich zu den Staatsanleihen. Das sieht das Bild schon komplett anders aus, denn man muss sagen, wir sind natürlich auf einem Niedrigzinsniveau angekommen und halten das ja auch schon viele Jahre, auch wenn die Fed in den USA peu à peu jetzt versucht, die Zinsen anzuheben, was ja auch sehr gemächlich nur vonstatten geht, bewegen wir uns historisch auf Niedrigzinsniveau, auf Rekordtiefs. Und wenn man jetzt sozusagen sich anschaut, wie sind Staatsanleihen bewertet, also das KGV beispielsweise von Staatsanleihen berechnet und das ins Verhältnis setzt von US-Aktien, dann ergibt sich ein völlig anderes Bild als diese absolute Betrachtung des Schiller-KGVs. Denn Sie sehen hier in der Grafik, da waren wir beispielsweise zur Jahrtausendwende mit einem Faktor bewertet, ja, fast schon bei 3 und aktuell liegt diese Relation Schiller-KGV durch Anleihen-KGV gerade mal bei 0,7, 0,8 um diesen Dreh. Also man kann unter dieser Betrachtungsweise überhaupt nicht sagen, dass die US-Aktien und der Markt derzeit überbewertet sind. Da ist natürlich dann das Salz in der Suppe sozusagen die Zinsen, wie sich das weiterentwickeln wird, das Zinsniveau. Wir sehen ja ansteigende Zinsen, aber wir sind natürlich noch von Zinsniveaus, wie wir es vor einigen Jahren gesehen haben, meilenweit entfernt. Also gilt es in den kommenden Monaten nochmal verstärkt die Zinsentwicklung zu beobachten, dass die Zinstiefs, die absoluten Tiefs voraussichtlich erreicht wurden. Ich denke, da gehen die Meinungen nicht weit auseinander. Die Frage oder die Kernfrage lautet, wie wird sich das Zinsniveau in den kommenden Monaten und Jahren entwickeln? Werden wir wieder zu alten Niveaus zurückkehren oder wird das auf niedrigem Niveau verharren? Das wäre auch schon, damit kommen wir auch schon in die ersten Charts rein. Also ich habe, wie Sie sehen, das kann man auch auf Guidance machen, den Desktop individuell gestaltet. Das heißt, ich habe mir in diesem Fall den Stream, den Sie ja auch sehen, als Element beibehalten und habe jetzt hier auf dem Desktop meine Chart-Analysen platziert. Sie sehen auch, das Ganze kann man dann speichern, bekommt eine gewisse URL und im Nachgang an das Webinar kann ich Ihnen diesen kompletten Desktop mit allen Chart-Analysen dann nochmal im Stream posten. Also Sie haben dann vollen Zugriff auf die Analysen. Ich werde auch nach der jeweiligen Analyse diese dann per Drag and Drop nochmal im Stream sharen. Also das ist auch ein Element, dass Sie Charts auf Guidance mit anderen Usern sharen können und sich mit Experten austauschen können. Wir starten vielleicht dann auch gleich mal mit der US-Rendite. Also die 10-jährigen Staatsanleihen sind ja hier immer im Blickfeld und es geht bei mir nicht die Vollbildtaste, aber dann behelfe ich mich einfach so. Die 10-jährige Rendite hat sich von den Tiefständen, die wir im Jahr 2016 gesehen haben, deutlich erholt. Und wenn sich der ein oder andere Stammleser vom Gottmor Trader erinnert, habe ich rund vor einem Jahr auch geschrieben, dass das eigentlich für mich jetzt so das Signal des Jahres war. Also diese Abwärtsbewegung, die wir seit dem Jahr 2014 dann auch nochmal gesehen haben, diese Abwärtssequenz wurde definitiv mit diesem Bruch dieser Abwärtstrendlinie beendet. Es ging dann auch relativ stark nach oben. Das war natürlich auch in Verbindung mit der Wahl Donald Trumps zu sehen als US-Präsident und die Inflationserwartungen und damit auch die Renditen, die nominalen Renditen sind dann regelrecht nach oben geschossen. Seither aber, seit dem Jahreswechsel, tut sich da nicht mehr allzu viel auf der Oberseite. Wir haben viel mehr konsolidiert. Ich denke aber, und das ist jetzt schon mal die Hauptaussage Nummer 1, dass dieser Trend, den wir im Sommer 2016 begonnen haben, weiter fortgesetzt wird. Wenn Sie sich erinnern vielleicht an den Beitrag letztes Jahr, 2,5% war hier ein erstes Ziel, was ich ausgegeben hatte. Das wurde recht zügig erreicht. Und meine nächste mittel- bis langfristige Marke bei den 10-jährigen US-Renditen ist der Bereich um 3%. Das heißt, hier
kann man auch sehr schön mit der Projektionsmethode beispielsweise arbeiten. Wir haben eine erste Aufwärtssequenz gesehen, die korrigiert wurde. Jetzt eine zweite Aufwärtssequenz. Wenn man einfach diese Länge nochmal der ersten Sequenz nach oben anträgt, dann hätte man sogar einen Bereich über 3%. Und das ist so die Richtung, in der es in den kommenden Monaten und Jahren gehen sollte. Was kann hier noch ein bisschen dazwischen funken? Ganz klar hat man gesehen, dass zum Beispiel, wo das Nordkorea-Thema wieder aufgeploppt ist, natürlich der Hang wieder da oder der ja die Tendenz wieder dazu ging, eher das Risiko runterzufahren. Das sind natürlich Anleihen, dann wieder das erste Vehikel, wo das Geld reinfließt. Also das kann es natürlich immer geben, dass wenn es mal ruppiger an den Märkten werden sollte, was ich auch in den kommenden Wochen gar nicht ausschließen möchte, wir sind ja auch sehr gut gelaufen, dass dann der Trend erstmal wieder etwas korrigiert wird. Aber am übergeordneten Trend, dass die Renditen weiter anziehen werden, halte ich fest. Also ein mittelfristiges Ziel auf Sicht der nächsten Wochen wäre hier der Bereich um 2,6% und langfristig habe ich hier die 3%-Marke bei den US-Renditen. Schauen wir in diesem Zusammenhang uns vielleicht dann auch die deutschen Renditen an, wo sich natürlich bei Weitem nicht so viel, jetzt geht auch der Vollbildmodus, wenn Sie das ebenfalls machen möchten, auf Vollbild schalten, geht das mit der F-Taste relativ zügig und da können Sie dann auch auf Vollbild die Charts betrachten. Da sehen Sie auch schon, also ebenso hat die deutsche Rendite für die 10-jährigen Anleihen im Herbst 2016 diesen Abwärtstrend seit 2013, 2014 geknackt, aber die Aufwärtssequenz verläuft relativ zaghaft, aber also auch dieses Ausbruchssignal, dieses neue Hoch im Sommer 2017 wurde erstmal wieder abverkauft. Also da sehen Sie schon relativ schnell, denke ich, im direkten Vergleich mit den US-Renditen können die deutschen Renditen bei Weitem nicht mithalten. Dennoch denke ich, auch hier wird die Reise nach oben weitergehen. Natürlich vielleicht mit etwas verhaltenem Tempo, aber hier das Zwischenziel oder das erste größere Ziel wäre dann der Bereich um 0,93%. Also wie gesagt, auch eher ein Ziel auf Sicht von mehreren Monaten. Somit kann man festhalten, ich persönlich gehe davon aus, dass wir die Tiefs gesehen haben, dass also von der Zinsfront eher Druck reinkommen wird. Aber man muss natürlich zur Erläuterung anführen, wir unterhalten uns hier über den Nominalzins, wenn die Inflation im gleichen Tempo ansteigen sollte wie die Nominalzinsen, dann haben wir natürlich als Realzinsen, in den Realzinsen keine große Veränderung. Und deswegen muss man das jetzt auch nicht übergewichten oder überbewerten. Das wäre zum einen mal das Zinsszenario, Stefano. Ja, da wollen wir im Grunde genommen dann auch gleich mal einsteigen, wie wir das Ganze jetzt umsetzen können. Also die 10-Jahres-Bond-Yield, die Anleihen-Rendite in den USA. Also zu erwarten, dass es da durchaus noch Musik gibt und wahrscheinlich auch, wie du es ja auch aufgezeigt hast, mehr als in Europa. Ich gehe gleich auch auf die einzelnen Fragen ein, beziehungsweise Hinweise, aber erstmal kümmern wir uns um den 10-Jahres-Zins. Wenn wir, und der 10-Jahres-Zins, der spiegelt ja das Zinsniveau wieder. Der kann nicht direkt gehandelt werden. Wenn wir den handeln wollen, dann müssen wir in den Future rein. Und zwar den 10 Years T-Note Future in den USA an der CMS oder CMS, Chicago Mercantile Exchange, gehandelt. Deswegen müssen wir, wenn wir hier um die Produkte, um die Finanzvehikel kümmern wollen, wie wir da am besten investieren können, eben auch um den Future kümmern. Jetzt habe ich mir im Vorhinein, das ist nicht immer ganz einfach, den 10-Year, wie er auch ganz genau in Guidance abgebildet wird oder angezeigt wird, unter 10-Year, also 10 Jahres US Treasury Note Future. Das ist der Future, um den es geht, der genutzt wird, um zu handeln. Man kann es noch diesen 10-Jahres-Zins, insbesondere im Interbankenhandel, kann man noch über einen sogenannten Swap-Satz handeln, wo die, das ist halt im Interbankenhandel,
Aber generell kann man das sehr gut abbilden über, wie gesagt, den Future. Und auf diesen Future beziehen sich auch die Finanzvehikel, die es gibt im Markt. Und diesen Future, das sehen wir schon so hier ganz gut. Eben gerade hat der Basti ja uns noch gesagt, naja, das ist ja eher am aufsteigenden Ast und hier geht der Future deutlich nach unten. Das ist der Hintergrund ist auch eben der, steigen die Zinsen, fällt der Future. Das müssen wir uns immer für diejenigen, die noch am Anfang sind bei diesen Zinsmärkten, immer vor Augen halten. Also es sind steigende Zinssätze, Renditen zu erwarten, dann fällt der entsprechende Anleihen- oder Zinsfuture. Genauso beim Bund-Future. Wir haben ja jetzt momentan absolute Hochs im Bund-Future, liegt einfach daran, dass das Zinsniveau in Deutschland auf einem absoluten Niedrigstand ist. Also, wenn wir steigende Zinssätze erwarten, müssen wir eben short gehen, diesen Markt shorten. Und das können wir sehr gut eben umsetzen über sogenannte Turbos, Knockout-Produkte, wobei natürlich immer die Gefahr ist eines Knockouts. Hier würde mich natürlich, um jetzt, bevor wir da jetzt schon in die Produktauswahl gehen, interessieren, Bastian, wie siehst du das? Ich meine, ist jetzt von deiner Seite, du hast es mal kurz aufgezeigt, ist da jetzt, bis wohin kann es gehen aus deiner Sicht? Ist es mehr ein kurzfristiger, eine Trading-Strategie oder siehst du das auf mittelfristige Sicht? Also das ist ganz klar ein mittel- bis langfristiges Szenario. Ich kann auch zur Erläuterung anführen, ich sehe mich persönlich auch eher als Positionstrader, Momentum-Investor. Also ich bin eher einer, der jetzt nicht im Minutenchart rumhantiert, sondern eher die größeren Trends versucht zu spielen. Sie haben ja in den Charts, die ich Ihnen auch jetzt in den Stream gezogen habe, sehen Sie recht schön, gerade bei den US-Renditen dieses letzte markante Tief. Das wäre jetzt bei dir, Stefano, im Chart natürlich das letzte markante Hoch bei den Treasuries. Also diese Geschichte, was wir vor einigen Wochen ausgebildet haben, das ist jetzt für mich aus Trendsicht natürlich klar der Orientierungspunkt. Man sieht jetzt heute zum Beispiel bei den Treasuries, dass Intraday durchaus etwas Stabilisierung reinkommt, dass nach dem Abverkauf so eine kleine Hammerkerze entsteht. Also das könnte durchaus sein, dass wir jetzt ein paar Tage uns erholen, aber das würde natürlich am übergeordneten Szenario steigender Renditen erstmal nichts ändern. Also können Sie sich mit der Trendlehre behelfen, die markanten Tiefs und Hochs im Chart als Bezugspunkte nehmen und da auch dann ihre Scheine an diesen Punkten auswählen. Also dann ist im Grunde genommen müssten wir dann, also wenn wir jetzt gerade in Richtung Positionstrading gehen und das Ganze mit Turbos umsetzen wollen, wir wollen ja nicht Turbos, muss man wissen, Knockout-Gefahr, wir wollen ja nicht short gehen und das die Gefahr eben haben, dass wir zwischenzeitlich ausgestoppt werden in kurzen Erholungsphasen, also wenn es mal kurz in die andere Richtung geht, jetzt müssen wir einfach sehr weit weg den Knockout setzen. Ich würde jetzt hier auch vor hier, oberhalb des letzten Hoch durchaus mit genügend Puffer hier mein Stop-Loss setzen, mein Knockout-Risiko setzen, weil ich einfach sage, es ist hier ein Positionstrade über eine längere Zeit, Wochen und Monaten hier short in den Markt reingehen, also short den Future, long die Zinssätze, dann brauche ich einfach eine Knockout, was weiter weg ist. Hat zur Folge, dass dieser Knockout, je höher der gesetzt wird, das Produkt auch teurer wird. Das muss ich einfach in meinem Positions-, in meinem Risiko-Money-Management berücksichtigen. Heißt für mich, dass ich ja immer als Risiko haben muss, das Produkt knockt aus. Was kann ich dadurch verlieren pro Stück, die ich jetzt hier short gehe? Damit weiß ich, naja, ich darf eben entsprechend eine geringere Anzahl an Stücken kaufen, wenn dieses Produkt so teuer ist und diesen ganzen Wert verlieren darf. Immer im Hintergrund behalten, naja, 1-2% meines Depots hier in einem Trade riskieren. Gerade bei solchen Knockout-Produkten, das muss die Maxime sein in einem vernünftigen Risikomanagement. Also das wäre jetzt so ein Setup mit so einem Knockout-Short reinzugehen. Knockout-Barriere, wie gesagt, recht weit wegsetzen. Man kann hier in diesem Bereich 129 oder auch etwas tiefer 128 reingehen, wie gesagt, in diesen 10 Years US Treasury Note. Ein Hinweis noch, weil die Frage immer wieder sehr gerne kommt und Hinweis hier auch von meiner Seite, wenn Sie Fragen zu Produkten haben, auf jeden Fall immer sehr gerne.
kurz mal reingrätschen. Wir müssen einfach schauen, ob wir die Frage, ob das ein bisschen zu weit geht und das in einem anderen Webinar besprechen wollen. Vielleicht mal zwei, drei Slides dazu vorbereiten in Ruhe. Aber einfach immer sehr gerne fragen und wir schauen, wie wir das am besten einbauen. Aber die Fragen sind immer wieder die, Future hat ja eine gewisse Laufzeit und das sind Produkte, diese Turbos sind Endlosprodukte, die rollen, wenn der Future fällig ist. Und was passiert da? Immer die geübte Frage oder gewohnte Frage, was ich mal rausgesucht habe, ist eine Übersicht, wenn das hier funktioniert. Genau, das können Sie selbst im Internet raussuchen. Unter der CME, also dort, wo der Future gehandelt wird, der Chicago Mercantile Exchange, da sehen Sie, dass der Kontrakt, Dezember-Kontrakt, 124,115 notiert. Und der Märzkontrakt eben etwas tiefer würde bedeuten, was passiert? Anfang Dezember rollen wir dieses Produkt. Das bedeutet, wir gehen in den längeren Future, also in den Märzkontrakt rein. Das heißt, die Position hier oben wird von uns als Emittent, wir haben ja auch Absicherungsgeschäfte, geschlossen und wir öffnen dann diesen Future. Das heißt, man geht tiefer rein. Kauft günstiger im Grunde genommen. Das ist jetzt aber nicht unbedingt gut, denn ja, ein Turbo, und das ist im Grunde genommen auch das Gute, bei diesen Rollvorgängen gibt es jetzt keine Gewinne oder Verluste. Denn das Produkt wird im Grunde genommen auf den gleichen Abstand gesetzt, wie der vorherige Future war. Also wir haben ja eben gerade gesehen, wir gehen rein in den Knockout 128 zum Beispiel oder 129, dann ist der Abstand 5 Punkte, 5 Future-Punkte ungefähr. Wir rollen in den nächsten, das heißt, die Knockout-Schwelle am Tag des Rollens wird von uns runtergesetzt, also die Knockout-Schwelle des Produktes wird runtergesetzt, damit wir zu dem gleichen Abstand wie bei dem vorhergehenden Future kommen. Das heißt im Grunde genommen für Sie keine Vorteile oder keine Nachteile. Wir berücksichtigen einfach nur diesen Rollvorgang dahingehend, dass wir entsprechend der Unterschiede dieser Future-Preise den Strike anpassen. Also wenn es da nochmal genaue Fragen gibt, dann können wir das gerne nochmal im nächsten Mal genauer erläutern. Ansonsten zu den Fragen oder zu den Hinweisen, die wir jetzt schon gesehen haben, ein ganz wichtiger Hinweis, der vorhin am Anfang nicht eingefallen ist. Also das Webinar wird aufgezeichnet, wir zeichnen das Webinar auf und werden das Webinar im Nachhinein hier auch. Sie sehen es hier unter Webinare, müsste das sein, wo wir das Video einstellen. Sie werden im Übrigen hier auch in diesem Webinar-Widget die nächsten Webinare sehen, für die nächste Woche, mit welchen Referenten, zu welchem Thema etc. Ich meine, hier wird dann entsprechend die Aufzeichnung eingestellt. Ansonsten haben wir noch viele Hinweise bekommen, dass der Ton von Bastian nicht so gut ist, ein bisschen zu sehr kratzt. Ich hoffe, Sie können mich verstehen. Gut und ohne kratzende, störende Hintergrundgeräusche wäre gut, dann wissen wir, dass es an Bastians Mikrofon liegt und dann können wir ja Abhilfe schaffen fürs nächste Mal. Aber ich denke, es ist nicht so schlimm, wir hatten jetzt auch nicht so viele Hinweise, was das angeht. Gut, kommen wir zum nächsten Basiswert, würde ich sagen, Herrn Bastian. Ja, gerne. Also in der Verbindung können wir uns natürlich auch den Goldpreis anschauen. Kurzer Satz noch zu den Renditen, was man natürlich nicht vergessen darf, der langfristige Abwärtstrend. Also wenn wir wirklich über viele Jahrzehnte uns das anschauen, dass die Renditen fallen, der wäre selbst bei einem Anstieg auf 3% in den USA natürlich noch intakt. Also man muss das immer in Relation setzen. Der Fehler wird häufig gemacht. Welche Zeitebene handle ich? Welche Zeitebene schaue ich mir an? Also in einem Zeitfenster, Monate, vielleicht ein, zwei Jahre, erwarte ich durchaus steigende Renditen. Wie es dann la noch langfristiger weitergeht, ob sich dieser Abwärtstrend der letzten Jahrzehnte dann fortsetzt, das werden wir sehen müssen. Goldpreis hängt natürlich auch stark am Zinsniveau, keine Frage. Interessiert viele Trader, viele Investoren. Ich glaube, es gibt kaum ein Thema, was bei uns auch auf dem Cosmo Trader so heiß diskutiert wird wie der Goldpreis. Es gibt ja regelrechte Verfechter des Goldpreises. Ich möchte das einfach mal erstmal im Big Picture zeigen, damit man das auch besser einordnen kann, wo wir denn jetzt stehen. Man muss sich einfach im Klaren sein, dass wir seit vom Jahr 99 2001 bis in das Jahr 2011, also wenn man so will, 10 Jahre eine
wirklich sehr ausgeprägte Hoss im Goldpreis hatten. Wohlgemerkt hatten, seitdem bewegen wir uns in einer Korrektur. Und diese Korrektur, das ist schon mal auch eine wichtige erste Aussage, ist de facto noch nicht beendet. Ich bin hier im Monatschart, also eine Kerze steht hier für einen Monat. Sie sehen, dass der Goldpreis sich versucht, aus diesem Abwärtstrend seit 2011 zu lösen. Das ist teilweise auch schon passiert, auch schon erfolgreich passiert. Aber was diese zweite Abwärtstrendvariante anbelangt, haben wir das per Monatsschlusskurs noch nicht geschafft. Das ist schon mal Punkt 1. Und zum Zweiten haben wir noch keine neue Reihe ansteigender Hochs und Tiefs ausbilden können. Wir haben einen Hochpunkt, einen sehr markanten bei 1375 US-Dollar. Und das ist jetzt auch ein klarer Trigger für mich. Erst wenn wir diese Marke überschreiten, können wir vielleicht darauf spekulieren, dann auch als Positionsträder, als Investoren, dass der Goldpreis in eine neue Aufwärtsbewegung übergeht. Ja. Diese Aufwärtsbewegung erwarten ja viele Goldfans schon seit Monaten, aber wenn sie da ein bisschen technische Analyse betreiben, wird ihnen schnell klar werden, dass diese Hoffnung erstmal nicht angebracht ist oder dass man sich einfach noch gedulden muss, bis dieses Kaufsignal da ist. Also im übergeordneten Bild eine Korrektur seit 2011, die anhält. Die Monatskerze September eher bärisch zu werten, Abpraller am Abwärtstrend. Die Monatskerze Oktober zeigt eine gewisse Stabilisierung an, mehr aber auch nicht. Im Tagesschart möchte ich mich relativ kurz fassen. Sie sehen selbst, wir pendeln seitwärts. Das ist für mich persönlich eigentlich kein Basiswert, den ich in dieser Phase anfassen würde. Ich mag Trends und klinke mich dann gerne in Konsolidierungen in die laufenden Trends ein. Hier haben wir keinen klaren Trend. Klar, wir haben uns erholt seit Dezember, Januar. Das war im Übrigen auch meine Erwartung. Ich habe mit einem steigenden Euro-US-Dollar gerechnet zum Jahreswechsel, auch mit dem steigenden Goldpreis. Aber so richtig überzeugend ist das bislang nicht. Wer ganz kurzfristig natürlich sich das anschauen möchte, der EMA 200 hat hier mal wieder uns abgefedert. Seitdem sind wir aber wieder abgeprallt an der wichtigen Marke oder an der Zone zwischen 1304 bis 1310 Dollar. Das hat in der Vergangenheit immer mal wieder im Tagesschart eine wichtige Rolle gespielt, als Unterstützung, als Widerstand. Und wir sind jetzt erstmal wieder gescheitert. Sie sehen hier mal einen Pfeil eingezeichnet von mir blau. Ähnlich wie im Euro-US-Dollar sehe ich zumindest die Möglichkeit, dass eine zweite Aufwärtswelle nochmal kommt in diesen Bereich, in diesen Widerstandsbereich 1304 bis 1310. Aber ob dann auch mehr draus wird und ob diese Geschichte überhaupt eintrifft, da möchte ich zumindest mal Stärke sehen über ein paar Tage und auch den Goldpreis mal über dem EMA, über dieser blauen Linie, über dem EMA 50. Ansonsten, je mehr wir nach unten abdriften, wenn auch neue mehr Monatstiefs entstehen, mehr Wochentiefs unter 1260 US-Dollar, muss man sich darauf einstellen, dass zumindest diese Abwärtstrendlinien wieder erreicht werden. Also um das nochmal zusammenzufassen, Korrektur seit 2011 intakt, auch wenn es der ein oder andere Goldfan vielleicht gern anders hätte. Kurzfristig in der sehr volatilen Seitwärtsbewegung, die ich persönlich als Trendtrader, als Positionstrader eher aussparen würde. Also Chance auf Erholung vielleicht da, ja, aber ich sehe unter 1375 US-Dollar den Basiswert in den größeren Zeitebenen eher als uninteressant an. Das heißt, gut, uninteressant heißt im Grunde genommen aber auch, du siehst keinen Trend, du siehst einen intakten Seitwärtsmarkt, du siehst irgendwie keinen Ausbruch momentan, muss eben sich entsprechend etwas ergeben. Entweder immer 50 Genau. oder, okay. Genau, also im Tageschart, wenn wir uns das nochmal anschauen, sehen wir heute auch eine Stabilisierung. Das heißt, es müsste jetzt Stärke reinkommen, morgen ja mit dem wichtigen EZB-Event, da werden wir gleich noch drauf kommen. Wenn hier Stärke reinkommt, wenn wir über den EMA 50 mal ansteigen, so um 1288, 1290 Dollar, und zwar nicht nur mit einem Spike, also rechnen Sie auch damit, dass es morgen bei so einem Event auch wieder schnelle Fakes gibt oder schnelle Bewegungen in die eine Richtung, die dann schnell wieder gekontert werden, dann könnte ich mir vorstellen, hier in dem Bereich 1304, 1310. Erst darüber könnte dann noch mal ein bisschen was nach oben gehen. Man muss in der derzeitigen Marktphase eher das Risiko im Blick behalten. Wer jetzt wirklich kurzfristig long drin ist oder rein möchte, ganz klares Tief oder mögliches Stoppniveau 1260 US-Dollar.
Also du siehst aber auch eher Druck dann, also übergeordnet auf der Unterseite. Bei der Ich gehe mit dem Haupttrend und der Haupttrend zeigt erstmal noch weiter abwärts, genau. Also kann auch verraten, dass einer unserer Hauptgoldbullen, der André Tietje, in seinem Big Picture Account, nachdem er wirklich sehr viele Monate hier eher bullisch gestimmt war, jetzt auch zunehmend vorsichtiger wird. Es sind durchaus auch sehr bärische Szenarien denkbar mit neuen Mehrjahrestiefs, aber da möchte ich jetzt erstmal nicht drauf eingehen. Wichtig ist für Sie, über 1375 Dollar haben wir eine gute Chance, eine langfristige Aufwärtsbewegung wieder einzuschlagen. Darunter ist der Weg des geringeren Widerstands einfach, zeigt der gen Süden. Gut, das ist das im Grunde genommen, wir sind ja hier auch in der sogenannten Active Trading Webinar-Reihe. Also auch in einem Seitwärtsmarkt gibt es natürlich Möglichkeiten, auch wenn wir keinen intakten Markt haben, nach oben, nach unten, eine Bewegung, einen Trend haben. Das Schöne ist, wir können auch in Seitwärtsmärkten das ganz gut ausnutzen für eine Möglichkeit, eine Renditeoptimierung hier ziehen für unser Handelsportfolio. Da möchte ich kurz auf eine Sache eingehen, nur kurz anschneiden. Wir werden die Möglichkeit haben, da noch tiefer reinzusteigen, was es genau ist für Seitwärtsprodukte. Wir kennen die Turbos, wir kennen die Optionsscheine immer gut für gewisse Trends. Es gibt auch Seitwärtsprodukte, sogenannte Inline-Optionsscheine, die eben perfekt sind für einen entsprechenden Seitwärtstrend. Und wenn ich mir hier diesen Goldchart nochmal anschaue, kurz nochmal als Hintergrund reinlege, wir haben so ein bisschen ausgemacht, nach oben hin eine Bandbreite von 1,375. Bis dahin kann es schwanken, ohne dass ein Trend ausgelöst wird und auch auf der Unterseite in Richtung 1200. Nur, dass ich es Ihnen auch mal gezeigt habe, was es da für Produkte gibt. Wir wollen ein Produkt uns anzeigen, was eine gute Rendite dennoch erzielt, wenn wir innerhalb dieser Bandbreiten bleiben. Gebe ich als obere Barriere in diesem Produktauswahltool hier von Guidance zur Verfügung gestellt, mal ein 1375 auf der oberen Seite bis 1,4 als Filterung mal. Als grobe und auf der Unterseite, als untere Barriere, naja, nehmen wir mal die 1180 zu 1200. Diese ganze Auswahl aus diesem Produkttool werde ich auch, wie Bastian seine Charts hier auch noch eintragen. Sie sehen es hier in diesem heutigen Stream, damit Sie das, falls gewünscht und falls notwendig, sich auch nochmal anschauen können. Also, wir haben zum Beispiel solche Produkte. Um es vielleicht ein bisschen kürzerfristig zu machen, genau, diese Barrieren berücksichtigen. Also wie gesagt, zum Beispiel 1,375 zu 1.200. Diese haben einen aktuellen Wert von 10 Euro. Also dieses Produkt kostet 10 Euro und zahlt 10 Euro aus, wenn wir innerhalb dieser Barrieren bleiben. Also 1,375 zu 1,2 ist jetzt keine spannende Rendite. 10 Euro zu zahlen für eine Möglichkeit, am Laufzeitende 10 zu bekommen, liegt einfach auch daran, dass die Laufzeit sehr kurz ist. Sie sehen es ja hier, das sind im Grunde genommen ja knappe 3 Wochen. Wenn wir etwas länger gehen, also im Monat Dezember, 8. Dezember Laufzeit, wenn innerhalb bis zum 8. Dezember, also circa 6 Wochen, der Goldpreis in dieser Schwankungsbreite bleibt, also 1,375 und 1,2 nach unten. Da kostet dieses Produkt 9,47 Euro und zahlt eben 10 aus, wenn wir da drunter bleiben. Also immerhin 50 Cent, was ungefähr 6-7% Rendite ist für absolute Rendite für doch eine knappe Laufzeit. Je weiter man geht, logischerweise, desto günstiger ist der Preis, weil eben auch die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass wir diese Bandbreiten erreichen. Also jetzt hier als Beispiel mal März 2018, eine Barriere, die untere von 1,2, eine obere im Goldpreis von 1,4, da kostet das Produkt eben nur 5,64 Euro, oder was heißt nur, aber es kostet eben 5,64 Euro, mit wiederum der Chance, sollten wir während der gesamten Laufzeit innerhalb dieser Barrieren bleiben, dass wir dann am Laufzeitende eine Auszahlung bekommen von 10 Euro, was eine Rendite von ungefähr 80-90% ausmacht. Das sieht dann schon wieder etwas interessanter aus. Also
immer gut zu wissen, auch wenn es keine Trends gibt, wenn ich der Meinung bin, ich bleibe in dieser Seitwärtsphase, gibt es auch Möglichkeiten, hier eine Rendite zu erzielen. Aber gleich gesagt, man muss einfach ein Freund davon sein. Bastian hat ja auch gesagt, er liebt Trends, so Seitwärtsmärkte ohne Trend, das mag er nicht. Muss man für sich persönlich selbst entscheiden. Man muss ja auch, wenn man Trade eingeht, man geht ein Risiko ein und man muss gut schlafen können. Insofern auch Seitwärtsprodukte müssen etwas für einen sein. Denn wenn wir eben oberhalb dieser Barrieren rausgehen, dann verfällt eben, das ist ein Knockout-Produkt, dann verfällt dieses Produkt wertlos und ich würde mein komplettes Investment verlieren. Das muss ich eben auch berücksichtigen. Gut, Bastian, kommen wir zum nächsten Basiswert. Jawohl, das ist Euro-US-Dollar. Ich habe jetzt auch Kommentare gesehen, dass ich ein bisschen übersteuert bin, was mich verwundert, weil wir eigentlich die ganzen Webinare an diesem Rechner halten. Ich versuche jetzt wirklich ein bisschen weiter wegzugehen. Vielleicht hilft das dann. Habe ich doch eine zu laute Stimme. Also vielleicht ist es jetzt ein bisschen besser Das ist mit jetzt mehr etwas, ich Abstand. merke schon, es ist etwas besser, ja. Okay, gut. Ich Schnaps. hol mir, oder du gibst mir nochmal den Desktop. Genau, Alles wir kommen zu Euro-US-Dollar. Euro-US-Dollar hat sich ähnlich gut entwickelt in diesem Jahr wie der Goldpreis, was mich freut, weil ich denke, ich hier eher gegen den Mainstream eigentlich bullisch gestimmt war zum Jahreswechsel. Wir sehen hier den Euro zum US-Dollar im Wochenchart und wir hatten Inliner angesprochen. Ich denke, die Marktphase 2015 bis 2016 war ein Fest für alle Fans der Range oder der Inliner. Ja, Also für mich kann ich bestätigen, ja. Also es haben, waren viele, viele Kunden bei uns recht happy. Bei so einer langen Seitwärtsphase war einfach sehr, sehr, sehr gutes Geld und Rendite zu erzielen mit solchen Inliner, was ja schön ist. Das freut uns ja auch. Sehr gut. genau, für mich wiederum ist das eher so eine Phase, wo ich am Verzweifeln bin oder dann einfach sage, okay, dann handle ich halt was anderes. Man muss ja nicht immer alles handeln. Da war es für mich dann eher, wurde es dann langsam interessant. Zum einen, als wir diesen Ausbruch zur Unterseite haben, wenn Sie vielleicht im Börse Stuttgart Interview das damals gesehen haben, hatte ich schon vermutet, dass das eher ein Fehlausbruch wird. Das ist dann so ein bisschen so die Erfahrungskomponente, was man hat über die Jahre, wenn man sich die Muster jetzt wirklich schon viele Jahre anschaut, was da dann bei rauskommen könnte, ob es ein Fehlsignal wird oder nicht. Also das war ein bisschen so meine Vermutung. Man kann natürlich auch einfach abwarten, bis man dann die Bestätigung hat. Es wurden da also nochmal Stops abgefischt. Alle Welt sprach von der Parität und von da an ging es schnurstracks nach oben. Die Range wurde schlussendlich verlassen mit den Kursen dann über 1,15, vor allen Dingen 1,1710. Und sehr schön hier die Etappenziele, die ich auch schon lange im Chart hatte, aus der Vergangenheit bei 1,1870, 1,20, 40, vor allen Dingen hier dieses Tief aus dem Jahr 2012 abgearbeitet. Das heißt, man kann hier erstmal sehr zufrieden sein, was schon abgespult wurde in diesem Jahr. Und derzeit ist die Situation so, dass wir wieder schön zurückgekommen sind. Das heißt, alle Marktteilnehmer, die den Haupttrend seit diesem Jahr, seit dem Jahreswechsel spielen möchten, hätten jetzt eventuell wieder die Gelegenheit, in den Trend sich einzuklinken und höhere Kursziele auf 1,25, 1,30 und so weiter anzupeilen. Also das ist schon mal die erste Aussage. Über 1,1710 ist die Chance da, dass wir den Trend weiter fortsetzen. Ich persönlich hänge derzeit auch in der Long-Position drin. Man muss es fast so bezeichnen mit hängen, denn wenn Sie die letzten 2, 3 Wochen erlebt haben, das war auch ein munteres Hin und Her. Das ist eigentlich wieder so eine Phase, wo ich eher sage, da müsste ich schon fast für den Trade beenden. Vielleicht zur Erläuterung, was mich in den Trade getrieben hat, in Anführungszeichen. Sie sehen hier sehr schöne Muster. Zunächst mal den Aufwärtstrendkanal konnte man wunderbar konstruieren und für alle Trendfans war es dann im Ende September soweit mal an Gewinnmitnahmen zu denken. Man könnte hier auch eine klassische Schulter-Kopf-Schulter-Formation erkennen im Chart, die dann nach unten ausgelöst wurde. Und das hat sicherlich einige Verkäufer auf den Plan gerufen. Im Umkehrschluss haben wir aber auch auf der Unterseite, wie Sie hier sehen, im Tagesschart das wichtige Niveau um 1,17, das man auch durchaus noch etwas tiefer sehen kann, bis runter auf 1,1610 in etwa.
verteidigt. Und diese Formation hat mich erinnert an ähnliche Kurskonstellationen in der Vergangenheit im Zuge des Impulses in diesem Jahr. Also Sie sehen hier, dass wir auch so eine Struktur hatten, wo wir mal ausgebrochen sind auf ein neues Hoch, wieder zurückgesetzt haben auf die letzten Tiefs und dann den Trend fortgesetzt haben. Exakt dann auch hier, auch so eine Seitwärtsphase, wo wir nochmal die letzten Tiefs angesteuert haben, dann der Ausbruch nach oben. Und sollte sich also dieses Szenario wiederholen, was sich natürlich erst noch als richtig erweisen muss, hätten wir also auch hier die Chance, den Trend jetzt fortzusetzen. Die Spekulation ist also für mich als Positionstrader, solange diese grün eingezeichnete Zone hält, man kann natürlich auch mit engeren Stops arbeiten, wäre die Chance dafür eine neue Aufwärtsbewegung. Auf der anderen Seite kann ich natürlich auch die Skeptiker verstehen, die hier jetzt erstmal eine intakte Konsolidierung sehen und vielleicht sogar noch eine größere obere Trendwende als SKS. Und diese Lage hat es natürlich jetzt in sich vor so einem wichtigen Event wie morgen, dem EZB-Zinsentscheid, wo es ja vorrangig darum geht, was wird Mario Draghi machen ab dem kommenden Jahr, wie geht das Anleihekaufprogramm weiter? Also, dass es weitergehen dürfte, steht, denke ich, außer Frage. Aber wie hoch wird es weitergehen und wie lange wird es laufen? Das sind so die zwei Kernfragen von morgen. Und denke, dass spätestens da morgen größere Bewegung reinkommen wird. Ich bin aktuell, wie gesagt, noch auf der Long-Seite, handel eigentlich nicht gerne in die Events rein. Das heißt, es kann sein, dass ich die Position jetzt mit einem kleinen Gewinn noch morgen, also vor dem Event, zumache. Was wären jetzt kurzfristig interessante Marken, wenn Sie auch morgen dann handeln möchten? Nun, zum einen kann man sagen, dass das Bild sich zunehmend aufhellen würde, wenn wir das letzte Hoch hier rausnehmen bei 1,1880. Das kann ich noch ein bisschen hochsetzen hier, diese Marke. Also 1,1880 wäre ein möglicher Trigger. Und wer immer noch ein bisschen Angst hat, in Anführungszeichen, vor der großen SKS, der kann natürlich auch sich mal die 1,1910 noch anschauen. Das wäre ja das Hoch der linken Schulter sozusagen. Also wenn wir diese Marken rausnehmen, denke ich, stehen die Zeichen eher auf Trendfortsetzung und neue Hochs. Auf der Unterseite wäre es schon gut, wenn wir das Wochentief halten. Natürlich müssen wir zumindest mal diese letzten Tiefpunkte verteidigen, um 1,16,1660, diese Marke würde ich mal nennen. Wenn wir da drunter tauchen, das muss natürlich nachhaltig sein, nicht nur ein Stoppfischen, dann würden alle Fans der SKS auf ihre Kosten kommen und dann könnte der Euro auch mal deutlicher zurücksetzen um einige 100 Pips. Also das sind so die zwei Hauptszenarien. Ob man das jetzt im Vorfeld des Events handeln möchte, ich bin jetzt nicht der große Fan davon. Wie gesagt, ich werde das jetzt mal genau beobachten. Das muss jeder selbst entscheiden. Für Vola dürfte morgen auf jeden Fall gesorgt sein. Also von den besprochenen Basiswerten sicherlich Euro, US-Dollar für morgen am interessantesten. Auch der Goldpreis hängt natürlich an dieser Zinsentscheidung und an dieser Entscheidung, wie das Tapering weiterlaufen wird, dran. Also derzeit investiert in einem Schein, den kann ich Ihnen auch mal, also ich poste Ihnen dann vielleicht mal die Analysen. Den Schein kann ich Ihnen auch mal nennen. Dann habe ich hier mal eine Watchlist gezogen. Also das ist hier, wenn Sie auf rechte Maustaste gehen bei Instrumentenprofil, dann sehen Sie hier auch die WKN. Das ist der Schein mit der WKN SC4 X7G. Wie gesagt, ich will Sie da jetzt nicht reintreiben, beileibe nicht. Ich bin da eher jetzt auf der vorsichtigen Seite. Der Schein hat ja heute auch gut zulegen können. Also ich überlege hier eher, die Gewinne dann mitzunehmen. Und können Sie sich aber mal auf die Watchlist legen. Sicherlich für morgen sollte sich der Trend zur Oberseite vielleicht wieder etablieren. Dann kann man hier sich das mal anschauen. Die Kenndaten, der Basispreis 1,1661, die Knockout-Schwelle 1,1696 und die Analysen und den Basiswert beziehungsweise das Derivat werde ich Ihnen jetzt dann noch in den Stream reinziehen. Das heißt, Stefano, was sagst du zu meinem Produkt? Findest du es gut oder habe ich da eher das falsche Produkt gewählt? kommt drauf an, was du damit bezwecken wolltest. Für morgen bist du jetzt eher vorsichtig, gehst du da raus aus dem Produkt? Wie wirst du jetzt da dich positionieren vor Draghi?
Genau, also ich habe auch, bin auch in engem Austausch mit unserem Devisentrader, mit dem Henry Philipson, der eigentlich generell auch sagt, gerne nach dem Event, gerne am Tag vor dem Event, aber nicht zum Zeitpunkt des Events. Das ist aus der Erfahrung raus sehr volatil, da kann es auch mal Stopp-abfischen geben und da möchte ich mich eigentlich ungern immer im Vorfeld beteiligen. Sie werden ja dann nach dem Event sehen, wie sich die großen Adressen positionieren und deswegen auch diesen Trend dann, der sich etabliert, diesen Trend zu spielen, ist für mich persönlich immer die bessere Entscheidung. Aber für Vola ist auf jeden Fall gesorgt. Also wenn Sie da in den kurzfristigen Zeitebenen unterwegs sind, kann man natürlich sich, wenn man schnell ist auch, wenn man die Meldung zügig reinbekommt und interpretieren kann, kann man sich auch zügig dann was rausschneiden. Ich denke, die Marken sind relativ klar abgesteckt. Auch eher ein neutrales Chartbild jetzt im Vorfeld. Beide Optionen sind möglich. Aber da der Haupttrend seit Anfang Januar aufwärts zeigt, bin ich jetzt in dem Fall mit dem Long Trade noch mit dem Haupttrend gegangen. Ich werde jetzt, also ich will da gar nicht geradezu zu viel jetzt sagen zu dem Produkt, da wir ja noch zwei schön weitere schöne Basiswerte haben. Ich werde nur nochmal eine Produktauswahl aus diesem Guidance Desktop in den Stream reinposten. Ich bin immer ein sehr, sehr großer Freund davon. Ich denke, du hast es ja auch ausgewählt, den Knockout des Produktes gleichzusetzen mit einem sogenannten ja, Stop-Loss aus meinem Trade. Also hier in dem Fall. Man sieht es da, vielleicht kannst du es wieder vorrufen, die 1.1696 als Knockout aus diesem Produkt, dass das dann dort tatsächlich auch mein Stop-Loss aus dem Trade ist. Das ist immer die beste Variante. Aber da möchte ich es jetzt erstmal schon mal so weit belassen. Wir werden in den nächsten Wochen genügend Möglichkeiten haben, hier nochmal tiefer ins Detail zu gehen, weil man noch ein paar Feinheiten da rauskristallisieren kann. Genau, also das Produkt habe ich Ihnen jetzt auch noch reingezogen in den Stream. Das heißt, das funktioniert dann so, Sie gehen in den Stream auf dem SocGen Desktop und machen sich dann entweder den Chart auf, indem Sie draufklicken, können den auch weiter bearbeiten. Das ist auch das Schöne auf Guidance. Oder Sie öffnen dann das Produkt und können das dann in Ihre Watchlisten integrieren etc. Ich weiß, wir müssen ein bisschen zügig weitermachen. Wir haben noch zwei Basiswerte uns ausgewählt, den DAX und den Nikkei. Ja, der DAX des Traders, liebstes Kind, denke mal, das wird bei euch auch nicht anders sein als bei anderen Emittenten, Stefano. 80, 90% der Index-Trades, glaube ich, entfallen auf den DAX, oder? Wie ist es bei euch? Es ist in der Tat so im Bereich 60% durchaus, was den DAX Okay, angeht. niedriger, ja. Es ist, aber jetzt muss man natürlich auch zugeben, der DAX, der ist ein bisschen langweilig geworden. Das spricht wiederum zum Teil für die sogenannten Inline-Optionsscheine. Aber wir sehen auch, die Volatilität im DAX ist unglaublich niedrig. Habe ich zuletzt 2004 gesehen. Einfach gar nichts los. Ist auch für uns Emittenten nicht so einfach. Aber auch für ja, Seitwärtsprodukte, die profitieren immer, also die werden, je interessanter, desto höher die Volatilität ist. Klar, desto interessanter sehen sie aus, zumindest subjektiv gesehen, weil das Risiko steigt, dass die obere und untere Barriere erreicht wird. Deswegen werden sie umso günstiger und die Rendite steigt natürlich, wenn es gut wird, gut bleibt und man innerhalb der Barrieren bleibt. Jetzt bei einer DAX-Vola von ungefähr 10% ist da einfach keine Musik drin, ist auch die Rendite auch bei solchen Inline-Optionsscheinen auf dem DAX nicht so wahnsinnig prickelnd. Wenn man an einen Trend glaubt, und sage ich auch immer ganz gerne, eignen sich wirklich Optionsscheine bei geringer Volatilität. Also Long oder auch Short mit einem Optionsschein ist momentan sehr interessant, wenn man an einen Trend glaubt. Also sprich, wenn man davon ausgeht, dass wir hier Marken nach oben im DAX rausnehmen und wirklich signifikant nach oben weiterhin steigen in den nächsten Wochen, Jahresendrallye sehen, ist ein Call-Optionsschein auf dem DAX wahnsinnig interessant, weil er nicht so viel kostet, verglichen mit einer hohen Volatilität. Und für diejenigen, nicht nur Crash-Propheten, aber auch für diejenigen, die ihr Depot absichern wollen, ist das die beste Gelegenheit. Geringe Volatilitäten macht eben Optionsscheine oder auch Absicherungsstrategien sehr günstig. Also hier über mehrere Monaten das aktuelle Portfolio abzusichern, bei den Volatilitäten kostet ungefähr 4% Kosten meines Gesamtdepots.
Das ist niedrig wie lange schon nicht mehr. Einfach nur mal im Hinterkopf behalten, wenn man hier sich absichern möchte momentan, dass sein Portfolio mit Aktien absichern will. Eine DAX-Put-Option durchaus mal anschauen, ist eine momentane sehr günstige Alternative, sagen wir es so. Ja, der Kollege Kühn hat in der Weekend Edition auf den Gottmund auch mal das Thema angesprochen. Also können Sie nochmal nachlesen, wie sichert man zum Beispiel ein 100.000 € Depot ab in so einer Beispielrechnung? Also können Sie da nochmal nachlesen. Ganz Genau, kurz, das auch war der Jahres. optionale, so eine Absicherungsstrategie, wie sichere ich mein DAX-Portfolio mal ab? Das ist vielleicht auch nur keine schlechte Analyse jetzt mal oder eine Darstellung, vielleicht gerade vor den aktuellen Märkten. Absolut. Ganz kurz hier der Arbeitschart 2017 von mir, nur damit Sie nochmal sehen, was habe ich so erwartet, was ist schon erreicht worden. Also es hat eigentlich im Großen und Ganzen ganz gut funktioniert. Aufwärtsbewegung erwartet. Hier dieser Rücksetzer auf 11.430 wäre mal schön gewesen. Kam nicht. Hier sehen Sie auch die 3 Wochenkerzen, wo die Chance da war, ausgehend von der 12.93. Es wurde aber direkt wieder hochgekauft. Wichtiges Ziel 12.724 erreicht. Diese Variante entfesselte Hoss hatte sich dann mit dem Rückfall unter 12.93 erstmal erledigt. Da haben wir einen klaren Umweg genommen. Und jetzt sind wir so ein bisschen so, ich will jetzt sagen, im Niemandsland. Aber zum einen gibt es sicherlich viele Marktteilnehmer, die schon zufrieden sind mit dem Jahr. Und ja, zum anderen noch einige, die versuchen werden, jetzt in den letzten Wochen noch was rauszuholen. Ob jetzt noch allzu viel geht, wird man sehen müssen. Ich bin erstmal mit dem Ausblick zufrieden. Diese andere Variante oder diese Variante in Pink könnte vielleicht dann auch ein Thema im kommenden Jahr werden. Wie schaut es in den anderen Zeitebenen aus? Da habe ich hier mal den, Sie kennen das wahrscheinlich aus meinem Wochenausblick. Also es gibt auf dem Cotmo Trader immer am Montag einen Wochenausblick zum DAX von mir. Da sehen Sie nochmal das Ganze im Wochenchart. Also der Index hat ja mit dem Ausbruch über 10,8 im Dezember ein starkes Kaufsignal ausgebildet, hat dann zurückgesetzt an den EMA 50, hier eine EMA 50 Woche, hier eine Hammerkerze ausgebildet, einmal mehr, also diese Candlestick-Muster, die es sich lohnt anzuschauen. Wir versuchen jetzt seit einigen Wochen diese unterschrittene Aufwärtstrendlinie wieder zurückzuerobern, was uns definitiv erstmal nicht gelungen ist. Abschließend noch der Tagesschart. Und da sieht man das komplette Elend, wenn man so will. Seit Wochen eigentlich keine Bewegung, keine Entscheidung. Ich hätte für den DAX noch, wenn nochmal Kaufpower reinkommt, eine finale Kurszone für den Impuls, der seit Ende August, Anfang September läuft, zwischen 13.234 und 13.322 Punkten. Kurzfristig für morgen auch interessant, diese Unterstützung bei 12.909 Punkten. Also geht es darunter, dürften erstmal Stops abgeholt werden, dürfte eine Marktbereinigung einsetzen. Wir hätten dann nochmal um 12.840, 12.830 die Chance, das Ruder nochmal rumzureißen. Also das Szenario habe ich auch schon seit einigen Wochen auf dem Schirm. Auf der Oberseite ganz klar, wenn wir nochmal neue Hochs markieren, über 12.094, wäre die Chance da, in diese Zielzone vorzudringen. Ob man das dann noch handeln möchte, ist natürlich auch wieder jedem selbst überlassen. Das Potenzial ist da, aber man muss auch sagen, ist natürlich jetzt auch noch recht überschaubar, was hier im Zuge des Impulses noch nachkommen könnte. Also man muss sich halt im Klaren sein, wir sind jetzt stark gestiegen seit August, September. Und den letzten beißen dann oft die Hunde. Also ich bin derzeit, und das schreibe ich auch im Wochenausblick, eher vorsichtig. Man muss durchaus damit rechnen. Man sieht es auch, dass die Vola wieder explodiert. Heute der VDAX ja über 14 oder um 14 aufgetroffen. Kurzfristig waren wir ja vor einigen Tagen bei gut 10. Also da ist schon sind schon Absicherungstendenzen erkennbar. Neutrale Range, also 13.094, 12.909. Das dürfte sich morgen, denke ich mal, ändern. Da werden wir wahrscheinlich einen Richtungsentscheid bekommen. Wenn Sie abstauben möchten, können Sie sich mal diese untere Zone auf dem Zettel nehmen. Wenn Sie prozyklisch handeln möchten, die 13.094. Große Short-Signale sind natürlich bislang nicht da. Also da wäre ein erstes Warnsignal, wenn wir wirklich per Tagesschlusskurs unter 12.909 fallen. Also der DAX ähnlich in der Range gefangen wie andere Basiswerte und deswegen für mich jetzt persönlich aktuell nicht erste Wahl bei den Basiswerten.
will da gar nichts hinzufügen. Ich übersetze da gleich nochmal eine kleine Produktauswahl rein für Inline-Optionsscheine auf den DAX. Aber kommen wir gleich, denke ich, besser zum nächsten Basiswert, zu einem anderen schönen Index. Gehen wir wieder in die Produktauswahl rein. Genau, das ist ausnahmsweise mal der Nikkei. Also der ein oder andere wird den vielleicht gar nicht so auf dem Schirm haben. Wenn Sie auch die Fundamentalkommentare der Kollegen Schmale und Barun bei uns verfolgen, gerade der Clemens Schmale, kann ich Ihnen auch noch mal einige Links posten, hat sich dem japanischen Markt in den letzten Tagen und Wochen intensiv gewidmet. Es gibt hier sicherlich einige Faktoren, die die Kurse treiben. Natürlich die Notenbank auch hier vorrangig zu nennen, die den Index mit ihren auch Aktienkäufen, also hier werden massiv ETFs gekauft von der japanischen Notenbank, nach oben treibt. Dann haben wir die Wiederwahl des Premiers gesehen, was dann auch nochmal die letzten Tage Schwung reingebracht hat. Und man muss auch sagen, das ist alles inzwischen nicht nur rein währungsgetrieben, was im Nikkei sich abspielt, sondern der Nikkei ist auch angestiegen, während US-Dollar-Yen sich beispielsweise eher seitwärts bewegt hat. Ich kann das mal in dem Vergleichschart vielleicht kurz zeigen. Das können Sie auch mit Guidance machen. Sie ziehen sich hier sozusagen den Nikkei mal rein als Basiswert Nummer 1 und nehmen sich dann im Vergleich dazu über Hinzufügen den US-Dollar gegenüber den Yen mit rein. Und dann sehen Sie hier, wenn man es richtig einstellt, diesen Vergleich. Und ich denke, man sieht relativ schön hier oben im Candlestick-Chart der Nikkei, hier unten US-Dollar zum Yen. Wir haben im Nikkei diese Hochpunkte aus dem Sommer deutlich überwunden, während wir im US-Dollar-Yen noch unterhalb dieses Hochs uns bewegen. Das heißt, es ist jetzt nicht alles über die Währungsseite hier gekommen, gerade in den letzten Wochen nicht. Und das ist eigentlich für die Anleger, die jetzt Produkte auf den Nikkei handeln, die zum Beispiel nicht währungsgesichert sind, auch ein interessanter Punkt. Warum finde ich den Nikkei so interessant, auch in den größeren Zeitebenen oder gerade in den größten Zeitebenen? Sie sehen selbst, der Index hatte ja große Probleme, also in den 80er Jahren extrem gelaufen. Da haben viele auch nur nach Japan geschaut, dann abgestürzt und hat sich jetzt über mehrere Jahre eine Bodenbildung ausgebildet. Und nicht nur das, diese Bodenbildung wurde auch abgeschlossen. Zum einen, ein erstes Kaufsignal war schon da im Jahr 2015, das wurde dann erstmal wieder abverkauft. Jetzt haben wir im laufenden Monat auf Monatsbasis die Chance, uns über 20.960 Punkte zu etablieren und im Big Picture dann Ziele, die ich hier sehe, bei 22.750, 25.250. Also klare Tendenz nach oben, Dynamik nach oben, was die Trendtrader natürlich lieben. Und ich denke, dass das Ende dieser Rallye im mittelfristigen Kontext hier im Nikkei noch nicht erreicht sein dürfte. Wenn wir abschließend noch in den Tagesschart reinschauen, ist natürlich klar, dass wir jetzt extrem gut gelaufen sind. Es ist eigentlich ein Markenzeichen einer Hauptantriebswelle, dass es kaum große Verschnaufpausen gibt, wenn dann nur über die Zeitachse keine größeren Rücksetzer. Das stimmt mich auch bullisch. Und allein wenn man jetzt den letzten Impuls sich hier anschaut, auch diese Bodenbildungstendenzen oder diese Bodenabschlüsse, dann sehe ich hier eigentlich noch weiteres Potenzial nach oben. Also eingestreute Verschnaufpausen. Heute hat man zum Beispiel mal so eine gesehen, über mehrere hundert Punkte kann man nutzen, um sich in diese Aufwärtsbewegung einzuklinken, aus meiner Sicht. Also der Nikkei durchaus interessant, auch mit Blick ins neue Jahr dann 2018 rein. Welches Ziel erkennst du da beim Nikkei? Welches Kursziel auf der Oberseite? Genau, Richtig. also im. Jetzt muss ich bloß den richtigen Chart wieder erwischen. Vor lauter Fenstern. So. Also im Monatschart wäre die nächste Marke 22.750 Punkte, klingt jetzt weit weg, aber 100 Punkte sind ja bei diesen Indexständen jetzt nicht mehr allzu viel. Das ist das Hoch aus dem Jahr 96. Und wenn wir kurzfristig beispielsweise mit Projektionen arbeiten, das kann man natürlich auch immer mal machen, dann könnte man zum Beispiel jetzt diesen ersten Anstieg nehmen und mit dem Fibo-Tool dann eine Projektion anfügen, um hier weitere Ziele zu bestimmen. Das kann ich mal live machen. Also Sie nehmen sich die Länge dieser Strecke, nehmen dann diesen Tiefpunkt als Bezugspunkt
und sehen, die 161,8er-Projektion wäre beispielsweise dann bei 22.520 Punkten, also knapp unter diesem klassischen Ziel. Und somit besteht durchaus auch kurzfristig mit eingestreuten Verschnaufpausen noch Potenzial nach oben im Nikkei. Gut, aber das heißt im Grunde genommen, viel Musik ist da jetzt nicht mehr drin, ne? Also da jetzt noch von mir aus 100 Punkte, aber so richtig, oder siehst du da ein mittelfristigeres Ziel, was noch weiter hinausgeht? Oder derzeit erst? Gut, also wir können das ausmessen bis zu dem ersten Ziel, wären es jetzt kurzfristig noch 4-5%. Das kann man natürlich versuchen, gehebelt noch zu handeln. Und dann ist sicherlich da noch einiges drin. Wie wir uns dann im Bereich dieser Widerstandsmarke verhalten, was dann da für Muster ausgebildet werden, muss man dann wieder neu untersuchen. Aber ich sehe jetzt diesen laufenden Impuls noch nicht als beendet an. Okay, also bei solchen, gut, du sagst 3-4%, wenn ich jetzt eine Position eingehe, etwa mit etwas geringem Risiko, also mit höherem Risiko würde ich das jetzt umsetzen mit einem Turbo, mit einem Knockout, der sehr nah am aktuellen Niveau ist, mit dem Ziel hier in Richtung 22.600 ungefähr zu gehen, diese Strecke gehebelt mitzunehmen. Eine Position eingehen über mehrere Wochen und Monate würde ich tatsächlich sehr gut machen mit einem Optionsschein. Aber auch hier scheint so ein bisschen Gefühl auf der Oberseite vielleicht in Richtung 3.000, 4.000, 25.000 zu sein. Da am besten, wenn immer merken, wenn das Potenzial auf der Oberseite jetzt mittelfristiger Natur ist und nicht mehr so von den Prozenten her so wahnsinnig hoch. Also wenn wir jetzt von 10-20% aufwärts die Möglichkeit, Potenzial sprechen, dann, wenn ich mit Optionsscheinen hantiere, immer an die niedrige Vola denken, die haben wir auch im Nikkei, das ist okay, aber zum anderen in solchen Fällen an in the money, also an Optionsscheine denken, deren Basispreis deutlich unterhalb vom aktuellen Niveau sich befindet, dann habe ich eine hohe Reaktion mit diesem Optionsschein. Also es reagiert sehr gut mit dem Nikkei, fast nahezu 1:1. Aber zusätzlich habe ich, falls es mal nicht so stark raufgeht, nicht diesen hohen Zeitwertverlust. Also nochmal merken, wenn ich auf der Oberseite so 10-20% Rendite erwarte, mittelfristig, dann nicht wirklich bei out of the money, also bei denjenigen, bei deren Basispreis oberhalb der aktuellen des Standes ist, hantieren, weil eben dann der höhere Zeitwertverlust droht. Das werde ich gleich nochmal in den Stream mit reinnehmen, so eine Produktauswahl von in the money in Nikkei Optionsschein. Ein wichtiger Punkt, bevor wir gleich zu einer wichtigen Frage nochmal kommen zu dem morgigen Event. Ein wichtiger Punkt, und zwar, du hast es kurz schon mal erwähnt gehabt, die Währungsverluste, die wir hier haben, und du hattest einen ganz schönen Chart auch gehabt. Wenn wir also davon ausgehen, Nikkei wird steigen, wir haben in der Regel Euro-Yen bzw. Dollar-Yen in die gleiche Richtung gesehen, was es ja so schön gezeigt, indem du beides mal reingenommen hast. Also bei einem steigenden Nikkei, Kurschancen über einen Optionsschein oder Turbo, Diese Rendite wird aufgefressen bei einem höheren Euro-Yen-Stand. Also wenn Euro-Yen auch steigt, dann gleicht das im Grunde genommen meine Rendite aus, die ich habe über einen höheren Nikkei-Stand. Das muss ich immer mit berücksichtigen, wenn ich hier vom steigenden Nikkei ausgehe, gleichzeitig aber auch vom steigenden Euro-Yen, dann wird meine Rendite, die ich über den steigenden Nikkei habe, aufgefressen in Finanzprodukte, die eben in Euro notieren, und sie notieren alle in Euro. Währungsgesicherte Produkte im Hebelbereich, die gibt es immer wieder, aber die werden einfach nicht wahrgenommen oder werden nicht für interessant befunden von den Kunden. Deswegen emittieren wir die auch nicht mehr. Also will heißen, immer dran denken, Nikkei sehr schwierig umzusetzen, weil höherer Nikkei-Stand wird einfach aufgefressen über meistens höhere Dollar-Yen- oder Euro-Yen-Stände. Und ist dann entsprechend meine Rendite nicht mehr so ganz so doll. Du zeigst es hier, glaube ich, ne, in diesem Chart, das ist jetzt im Vergleich zum Dollar-Yen, ne? Genau, da ist Dollar-Yen, seit du hier den Chart zeigst, um
fast 3, also 2,7% gestiegen, während Nikkei in dem Fall, erklär's mir gerade, um 108 steigt? Nee, um 114, ne? Sind um Genau, ja. 10%. Okay, Also um. in dem Vergleichszeitraum jetzt seit April, Ende April, Gut. genau, ja. Okay, also das wäre jetzt nicht so dramatisch, dann wäre meine Rendite nicht 14%, sondern eben 2% oder 3% geringer. Aber das kann eben auch mal anders laufen. Jetzt eine Frage von eine gute Frage zu dem morgigen Event. Aus deiner Sicht, wie kann man das am besten umsetzen oder handeln oder wie sollte man sich positionieren? Ja, gut, da sind wir wieder bei der Glaskugel sozusagen. Ja, also das ist auch ein wichtiger Punkt, das werden wir in den nächsten Wochen immer mal wieder haben. Also wir Charttechniker haben natürlich keine Glaskugel. Das heißt, ich weiß nicht, was morgen passieren wird. Ich kann mir nur anhand der Charts natürlich interessante Marken zurechtlegen. Und das haben wir jetzt auch zusammen gemacht, wo es im DAX, im Euro und so weiter interessant werden könnte. Also wie kann ich das handeln? Letztendlich gibt es da verschiedene Strategien, das würde jetzt zu weit führen. Es gibt Trader, die dieses Event gezielt handeln, die dann auch Positionen im Vorfeld oder Orders im Vorfeld schon platzieren, zum Beispiel Stop-Buy, Stop-Sell-Order. Also je nach, die spekulieren eigentlich dann nur darauf, dass es eine Bewegung geben wird, in welche Richtung auch immer. Dann gibt es Trader, die das erstmal abwarten und sich dann an den Eckpunkten sozusagen einklinken. Also ich bin gehöre eher zu der zweiten Spezies. Ich schaue mir das an, was machen die Big Boys sozusagen, was machen die Institutionellen und sollte sich beispielsweise im DAX dann nochmal so ein Auswasch ergeben unter 12.909 und man sieht, der Index stabilisiert sich intraday auf diesem unteren Niveau, dann kann man sicherlich was machen. Aber so ein Event zu handeln, ist jetzt für Feierabend-Trader auf jeden Fall nicht geeignet. Also da müssen sie eigentlich minütlich am Schirm sitzen und ist natürlich für spezielle Trader dann nur geeignet. Also Oder im sogar DAX sekündlich. Da geht oder es sogar um. sekündlich, genau, da müssen Sie natürlich auch im Klaren sein, wenn da Ihre Leitung ein bisschen langsamer ist als die Leitung von anderen Tradern, dann schauen Sie auch schon in die Röhre. Also muss man sich halt alles überlegen, ob man sich diesen Stress antut. Ich bin eher ein Fan, das gilt im Übrigen auch für Quartalstermine. Also wenn das Unternehmen den Quartalsbericht veröffentlicht hat, dann sehen wir eine Tendenz. Und da, die Tendenz zeigt dann auch auf, wie sich die institutionellen Marktteilnehmer positionieren. Und warum soll ich im Vorfeld diese Entscheidung vorwegnehmen? Das ist ja so ein bisschen wie Lotto. Also gehe ich jetzt auf steigende Kurse von dem Quartalsbericht oder auf fallende? Also da kann ich auch schon fast ins Casino gehen. Wer das machen möchte, da gibt es auch Strategien, dass man sich zum Beispiel einen Straddle baut, also einen Schein kauft auf Long und Short und dann einfach auf eine sehr große Bewegung spekuliert. Wie gesagt, das würde jetzt zu weit führen. Ich persönlich warte das ab. Wir werden das kommentieren auf den Gottmo Trader auf Guidance ausführlich morgen und orientieren Sie sich einfach an diesen Marken, die ich jetzt genannt habe. Sie können natürlich auch mal mutig ein Abstauberlimit reinsetzen bei den diversen Marken oder ein Stop-Buy. Auf jeden Fall auf Basis der charttechnischen Analysen dann Ihren Tradingplan erstellen. Das Schöne ist, wir haben ja noch ein paar Webinare zusammen, Sebastian. Ne? Also wir werden genügend Möglichkeiten haben in den nächsten Wochen. Ich weiß jetzt nicht, wann du das nächste Mal bist. Ich glaube sogar schon in 2 oder 3 Wochen. Genau, übernächste Woche, genau, in 2 Wochen. Früher sehr schön in 2 Wochen. Wir genügend Möglichkeiten, auch verschiedene Strategien hier nochmal anzusprechen. Jetzt, ja, mein Lieber, jetzt würde ich mal sagen, ganz zur Tagesschau haben wir es nicht geschafft. Aber ich glaube, wir müssen. War ja auch das Auftakt-Webinar. Müssen auch mal ein bisschen uns finden von der Schnelligkeit her, wie viele Basiswerte wir besprechen können. Und damit wir dann auch am besten besser die 1 Stunde, die wir geplant haben, einhalten. Ich würde sagen, wir ja, bedanken uns erstmal. Hat uns sehr gefreut, dass auch so wahnsinnig viele beim ersten Webinar schon daran teilgenommen haben und bis zum Ende durchgehalten haben. Nächste Woche. Hier haben wir dich nochmal. Nächste Woche, der 1. November, dann wieder 19 Uhr. Dann mit einem Special Guest, so haben wir es genannt, den Jay Madrow. Ja, ein ausgewiesener Experte, wenn es um Bereich Währungen, Rohstoffe, Zinsen geht. Interessanterweise auch, witzigerweise, ein Ex-Trader der Société Générale, ein Ex-Kollege von mir. Das hat sich einfach dann im Nachhinein ganz gut gefunden. Er hat sich selbstständig gemacht,
berichtet einfach aufgrund seines Wissens jetzt für Endkunden, für Selbstentscheider. Und ich glaube, da kann man von seinem Wissen ganz gut profitieren, wie die Big Boys, du hast es eben gerade gesagt, Bastian, wie die Big Boys so ticken und wie die agieren. Und ich glaube, von ihm können wir eine Menge lernen. Bin sehr gespannt auf nächste Woche dann mit ihm. Ansonsten, du hast es mehrfach erwähnt, hier in dem Stream, ich werde jetzt nochmal, du hast die ganzen Charts reingepackt, ich werde jetzt nochmal die Produktauswahl finalisieren, nochmal reinpacken. Und dort werden wir hier in diesem Stream auch immer auf die nächsten Webinare diese ankündigen, um welche Basiswerte es sich handelt. Kommentieren Sie es fleißig, wenn Sie Lust drauf haben. Fragen Sie uns auch da über diesen Channel gerne etwas. Wir schauen, dass wir da zeitnah darauf antworten. Insofern von meiner Seite schönen Abend, vielen Dank, bis nächste Woche. Bis nächste Woche, beziehungsweise bis übernächste Woche. Tschüss. Eben, tschüss, ciao. Danke, Basti.